Die habe ich kürzlich bei einer Online-Wette gewonnen. Fußball. Die Tipps habe ich mir von meiner Frau geholt. Sie hat einfach für den Club getippt, der den schöneren Namen hat. Sind wir im Geschäft? Es war genug, um ein paar Leute zu befragen. Ich hörte mir missmutig an, wie er mir die Szene immer und immer wieder beschrieb, bis der Zug endlich stillstand und ich mit einem Regionalzug die Strecke zurückfuhr. Als ich beinahe 2 Stunden später vor besagtem Grundstück stand, traf ich auf eine Postbotin. Wohnen Sie hier? Nein, nein, aber ich bin der Post immer und überall gerne behilflich. Haben Sie eine Vollmacht? Für alles Mögliche. Ich brauche eine Vollmacht von Frau Zemp. Frau Zemp lebt in diesem Haus. Moment. Wer sind Sie? Ich interessiere mich für dieses Haus. Sieht scheußlich aus. Ja. So etwas würde ich nie kaufen. Dann lieber eine schöne 4-Zimmer-Wohnung. Aber die kostet mittlerweile auch ein Vermögen. Mieten ist teuer, kaufen ist teuer, alles ist teuer. Was ist jetzt mit der Vollmacht? Ich habe keine, aber eine Menge Fragen. Keine Zeit für so etwas. Hier öffnet nie jemand, egal wie oft ich klingle. Einschreiben, Pakete, interessiert die Frau Zemp nicht. Ist mühsam, weil ich jedes Mal einen Zettel ausfüllen muss. Sie haben Frau Zemp noch nie gesehen. Nein, und Sie? Ich dachte, hier lebt ein Mann. Ich habe noch nie einen gesehen. Hm. Ist mir auch egal. Wenn niemand öffnet, ist es egal, ob männlich oder weiblich. Muss jetzt weiter. Eine Frage habe ich noch. Haben Sie eine Vollmacht, um Fragen zu stellen? Ich könnte Sie zu einem Café einladen. Keine Zeit für so etwas. Es gibt genug alte Männer, die mich zu sich ins Haus einladen möchten. So alt bin ich auch wieder nicht. Von mir kriegen Sie trotzdem keine Vollmacht. Für gar nichts. Und weg war sie. Ich rang mit mir und dem Wunsch, die Klingeltaste zu drücken. Aber wenn Frau Zemp nicht einmal die Post zu sich ließ, wie sollte es dann mir gelingen, ihre Haustür zu öffnen? Ich ging weiter und schaute mich ein wenig um. Da berührte jemand meine Schulter. Ich drehte mich um und sah in das strahlende Gesicht meines Klienten. Ich konnte es nicht lassen. Es hat mich hierher gezogen. Weshalb engagieren Sie mich, wenn Sie dem Elend alleine auf den Grund gehen möchten? Ich habe meine Gründe. Und? Hat jemand geöffnet? Niemand. Auch kein Mörder. Doch, doch. Ich habe ihn gesehen. Können Sie ihn beschreiben? Also gut. Nein, ich kann ihn nicht beschreiben, aber es war eindeutig ein Mann. Und in dem Haus lebt eine Frau. Alleine. Sind Sie sicher, dass sie alleine lebt? Ist sie Single? Weshalb interessiert sie das? Ach, nur so. Aber das waren 2 Männer. Einer tot, einer lebendig. Ich weiß, was ich gesehen habe. Einen Mann, der einen anderen Mann an den Füßen über ein Grundstück zieht. Der andere könnte auch noch gelebt haben. So etwas macht man doch nicht mit einem lebendigen Mensch. Nein, ich bleibe dabei. Der Mann war tot. Dann sollten wir jetzt gemeinsam mit Frau Zemp sprechen. Was? Ja. Nein, 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 das geht nicht. Ich habe einen Termin. Mit Ihrer Frau? Woher wissen Sie das? Ich meine, was geht Sie das an? Mein Privatleben hat nichts mit dem Mord zu tun. Sie sollten in den nächsten Zug steigen und irgendwo hinfahren. Also gut. Aber ich möchte, dass Sie mir sofort Bescheid sagen, wenn Sie die Leiche oder den Mörder gefunden haben. Oder beide. Versprochen?